liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, das FIF verleiht heute seinen Studienpreis 2014. Zu Beginn der 90er Jahre gab es noch so etwas wie eine Aufbruchsstimmung. An mehreren Orten wurden Institute gegründet und Lehrstühle eingerichtet, die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Technik im Allgemeinen und der Informatik im Besonderen auseinandergesetzt haben. Auch wenn weiterhin wertvolle Arbeit auf diesem Gebiet geleistet wird, wird die Ausstattung des Fachs Informatik und Gesellschaft immer weiter zurückgenommen. Lehrstühle wurden umgewidmet oder ihr Inhalt wurde im Rahmen einer Neubesetzung angepasst an neue Bedürfnisse. Die gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Informatik drohen immer mehr aus dem akademischen Bereich zu verschwinden. Das geschieht in einer Zeit, in der die Durchdringung der Gesellschaft mit Produkten der Informatik weiter zunimmt. Wie stark die allumfassende Informationstechnik heute in unser Leben eingreift, können wir nicht zuletzt an der Diskussion über die Ausspähung unserer Kommunikation, unseres Lebens durch Geheimdienste sehen. Wir reden ja im Grunde jetzt das ganze Wochenende darüber. Die Beiträge unserer Referentinnen und Referenten gestern und heute zeigen dies eindrucksvoll. Das FIF will seine Möglichkeiten nutzen, dem Abbau des Fachgebiets entgegenzuwirken. Wir tun dies durch unsere inhaltliche Arbeit und durch Stellungnahmen. So haben wir beispielsweise vor 2 Jahren in die Diskussion um die Neubesetzung des Lehrstuhls von Professor Koy an der Humboldt-Universität hier in Berlin eingegriffen. Und wir verleihen nun zum 4. Mal den FIF-Studienpreis. Mit unserem Studienpreis verbinden wir vor allem 2 Ziele. Wir wollen hervorragende Abschlussarbeiten aus diesem Gebiet auszeichnen und die dahinterstehende Leistung würdigen. Und wir wollen Aufmerksamkeit für Themengebiete schaffen, die wir für die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft für essentiell wichtig halten. Technik ist von der historischen Entwicklung her auf militärische, industrielle und wirtschaftliche Zwecke ausgerichtet. Technik, die funktioniert, wird stets auch hergestellt und angewendet und das auch unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit. Prominente und aktuelle Beispiele sind die mittlerweile vom EuGH und dem Bundesverfassungsgericht verworfene Vorratsdatenspeicherung und auch die Videoüberwachung ist ein Beispiel für eine solche Technik. Es ist Aufgabe der Informatikerinnen und Informatiker, technische Systeme auch von ihren ethischen und rechtsstaatlichen Anforderungen her zu bewerten. Um eine Technik zu verhindern, die zum Selbstzweck wird und schädliche Nutzung als Sachzwang etabliert. Mit unserem Studienpreis wollen wir Arbeiten auszeichnen, die dieser Aufgabe gerecht werden. Auch dieses Jahr wurde eine Reihe von Arbeiten bei uns eingereicht, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Eine Jury, besetzt mit Professorin Britta Schinzel aus Freiburg, Professorin Marie-Therese Tinnefeld aus München, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Rainer Rehack aus Berlin und mir selbst, Stefan Hügel aus Frankfurt am Main, hat aus den sehr guten Einreichungen eine Arbeit ausgewählt, die wir heute hier prämieren werden. Wenn wir heute durch eine deutsche Großstadt spazieren, schauen Hunderte von Kameras auf uns herab. Umfassende Videoüberwachung gilt allenthalben als die Lösung vieler Probleme, nicht nur der Kriminalitätsbekämpfung. Und kann die heutige Überwachung eine Tat nicht verhindern, werden flugs Rufe laut, sie weiter zu verstärken und weiter zu intensivieren. Die Befürworter, die nicht müde werden, die Forderung nach Videoüberwachung immer wieder zu wiederholen, versprechen sich davon. Einfache Lösungen für Sicherheitsprobleme, leichte Überwachung auch unübersichtlicher Räume, zentraler Betrieb mit wenig Personalaufwand, erschwingliche Technik, ohne dass ihr Betrieb besondere Kenntnisse erfordert. Die praktische Anwendung verweist diese Hoffnung häufig ins Reich der Mythen. Und Videoüberwachung ist auch und vor allem ein großes Geschäft für Entwickler, Hersteller und Betreiber. Das wird aber gerne verschwiegen. Ist der öffentliche Bereich dabei noch einigermaßen kontrolliert, erleben wir im privaten Bereich erheblichen Wildwuchs. Das Ergebnis sind häufig Videoüberwachungsanlagen, die völlig unkontrolliert alles überwachen, was in den Fokus kommt
und nicht selten einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Dabei ist nicht nur der Nutzen der Überwachungstechnologien fraglich, sie bergen auch erhebliche Risiken für die Menschenrechte. Sie greifen in die Privatsphäre all jener ein, die ihren Sichtbereich durchqueren. Die ständige Möglichkeit der Überwachung beeinflusst unser Verhalten, wie bereits Jeremy Bentham im 18. Jahrhundert mit seinem Konzept des Panoptikon gezeigt hat. Und durch automatisierte Auswertung und Speicherung der Daten auf Vorrat werden umfassende Bewegungsprofile der Menschen möglich. Nachdem wir heute wissen, dass Geheimdienste alle Daten speichern und auswerten, die sie bekommen können, ist zudem klar, auch die Daten aus der Videoüberwachung fließen in den großen Pool ein, mit dem die Sicherheitsbehörden ihren Cyberwar gegen uns alle führen. Diesen Fragen widmet sich die Arbeit Identifikation gesellschaftlicher Probleme automatisierter Videoüberwachung von Benjamin Case, die an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden ist. Die Jury des FIF-Studienpreises und der Vorstand des FIF zeichnen die Arbeit heute mit dem FIF-Studienpreis aus. Im Rahmen der Arbeit wird ein automatisiertes System zur Videoüberwachung entworfen, das angesichts der heute bestehenden technologischen Möglichkeiten vorstellbar oder sogar wahrscheinlich ist. Anhand dieses Systems werden gesellschaftliche Implikationen und Probleme untersucht. Die Erhebung von personenbeziehbaren Daten, die gegen das Prinzip der Datensparsamkeit verstößt, die Steigerung der Informationsasymmetrie zwischen Überwachenden und Überwachten, der daraus resultierende Eingriff in das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung, die Steigerung der selbstdisziplinierenden Wirkung auf Betroffene. Durch das beschriebene repräsentative Informatiksystem kann die Videoüberwachung und der Kontext ihres Einsatzes anhand eines konkreten Systementwurfs umfassend untersucht werden. Diese Analyse anhand der Anforderungen und des technischen Aufbaus eines Informatiksystems, die über eine rein theoretische Betrachtung hinausgeht, zeichnet die Arbeit aus. Technikfolgen werden anhand der tatsächlich bestehenden Möglichkeiten der Technikanwendung analysiert. Die Arbeit geht dabei über die unmittelbaren Auswirkungen hinaus und betrachtet auch mittelbare, langfristige Auswirkungen des Systemeinsatzes. Neben den direkten Effekten der Videoüberwachung werden so auch indirekte Effekte und die langfristigen Auswirkungen in die Untersuchung eingebunden. Beispielsweise wird die Gefahr der Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen durch den Einsatz von Videoüberwachung betrachtet. Die Arbeit kommt damit zu sehr umfassenden Ergebnissen. Zu ihrer Sicherheit wird dieser Bereich videoüberwacht. So steht es häufig auf den gesetzlich vorgeschriebenen Warnschildern. Richtig müsste es heißen, das bestätigt die Arbeit eindrucksvoll. Vorsicht, in diesem Bereich werden ihre Rechte der Videoüberwachung geopfert. Das FIF hat sich im Gleichklang mit anderen digitalen Menschenrechtsorganisationen in der Vergangenheit immer wieder mit den Risiken der Videoüberwachung auseinandergesetzt. Gerade haben wir die Thematik in einem Schwerpunkt der FIF-Kommunikation von verschiedenen Seiten beleuchtet. Auch der Preisträger hat dazu einen Beitrag geleistet. In Frankfurt am Main hat sich beispielsweise eine Bürgerrechtsgruppe, die Datenschützer Rhein-Main, gebildet, die Datenschutzverstöße untersucht und anprangert und auch bei der Videoüberwachung ein weites Betätigungsfeld gefunden hat. Viele weitere Initiativen kommen hinzu. In diesem Umfeld ist die Arbeit von Benjamin Case besonders wertvoll und von hohem Nutzen. Mit ihrer Untersuchung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Videoüberwachung behandelt die Arbeit ein immer noch hochaktuelles, gesellschaftlich und politisch relevantes Thema an der Schnittstelle von Informatik und Gesellschaft, das durch die jüngsten Enthüllungen noch einmal an Brisanz gewonnen hat. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet, umfassend und kommt zu wichtigen Ergebnissen für die Debatte um unsere Rechte und unsere Sicherheit. Aus diesem Grund hat sich die Jury des FIF-Studienpreises einhellig für die Auszeichnung der Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Benjamin Case, für den Studienpreis 2014 des FIF. Gabi aus Marzahn rennt über einen Bahnhof und der Computer, der hinter der Kamera hängt, der entscheidet, das ist zu schnell. Eine Schwelle wird überschritten. Deswegen
werden hochauflösende Aufnahmen von Gabi gemacht. Es wird das Gesicht erkannt, mit einer Datenbank abgeglichen. Und dann wird rausgefunden, ja, sie ist aus Marzahn, ist ein Problembezirk. Sie kriegt einen Punkt mehr, das heißt, ist ein bisschen verdächtiger. Dann hat sie sich vorhin mit jemandem getroffen, der ist Union-Fan, ein Fußballclub, der ist gewaltbereit. Man hat es rausgefunden, weil diese Person, mit der sie sich getroffen hat, auf Facebook in der Gruppe Union ist. Und so wird eine Drohne gestartet, die dann Gabi hinterher fliegt, sie in eine Gasse verfolgt, sie verschwindet in einem Haus, die Drohne fliegt noch ein bisschen rum, Gabi kommt aber nicht mehr raus, dann wird die Aktion abgebrochen, aber es wird ein kleiner Fleck gesetzt, dass Gabi verdächtig war. Und beim nächsten Mal muss dann eben gar nicht mehr noch dieses Laufen erfolgen, sondern schon beim nächsten Mal wird einfach über die Gesichtserkennung dann erkannt, so, da müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Nicht wir als Menschen, die dann da irgendwie vor Bildschirmen sitzen, sondern wir, die Algorithmen und Kameras. 6 Millionen Kameras hängen im Vereinigten Königreich. Obwohl überhaupt niemand eigentlich, es gibt keine Studien, keine wissenschaftlichen Studien, dass das wirklich was bringt. Trotzdem wird es immer weiter ausgebaut. Und warum das nicht funktioniert so richtig, das zeigen die Zahlen einfach, viele sagen, das liegt an der Datenflut der Bilder, die man überhaupt nicht auswerten kann. Es gibt Personalmangel, die Qualität reicht nicht aus. In meiner Studienarbeit habe ich mich auch mit Videoüberwachung beschäftigt. Und habe aber eher herausgefunden, ja, das liegt eigentlich eher daran, wie gehen die Menschen mit den Kameras um. So, man zieht sich halt einfach eine Kapuze drüber. Oder wenn man eine Bank ausraubt, dann plant man die Kamera mit ein. Oder jemand, der jemanden anderen zusammenschlägt, den interessiert die Kamera einfach nicht. Das heißt, es sind ganz menschliche Faktoren, warum es nicht funktioniert. Trotzdem wird dann aber gesagt, ja, da müssen einfach mehr Kameras mit besserer Auflösung und vielleicht irgendwie hängen wir noch einen Computer hinter die Kamera, dass das irgendwie automatisiert ausgewertet wird. Ja, warum überhaupt eine Studienarbeit in der Informatik über Videoüberwachung? Naja, die Informatik beschäftigt sich ja mit Automatisierung. Das ist ja sozusagen ein Kernaspekt der Informatik. Und genau das soll halt auch mit Kameraüberwachung passieren. Das ist eben nicht mehr nur die Kamera, ein Kabel und ein Bildschirm und da sitzt jemand vor und guckt, sondern da wird ein Computer dazwischen geschaltet, im besten Fall sogar einfach mit in die Kamera eingebaut und dann vernetzt. Als ich mit der Studienarbeit fertig war, habe ich dann mitbekommen, so, aha, es gibt hier ein Projekt von der EU, das mit 15 Millionen Euro finanziert wurde, INDECT. Das sollte die bestehende Überwachungsinfrastruktur, die in Europa herrscht, zu einem großen System zusammenbringen. Also Vorratsdatenspeicherung, Drohnen, Videoüberwachungsanlagen, also sozusagen in dem öffentlichen Raum, Kameras, Hardware, verbunden mit Auswertung von Datenbanken und Interneterscheinungen wie Twitter und Facebook. Das hat mich interessiert und habe mich damit beschäftigt mit INDECT und habe herausgefunden, ja, das ist ja ziemlich fragwürdig. Da gibt es auch, zum Glück dachte ich, gibt es eine Ethikkommission, die sozusagen, dachte ich, darauf guckt, dass das auch alles in vernünftigen Bahnen verläuft. Habe dann mal festgestellt, nee, die gucken eigentlich nur darauf, dass der Projektrahmen sozusagen ethisch vertretbar verläuft. Das ist ungefähr so, als ob man sagt, bei der Forschung an unserem Killer-Virus 3000 haben wir penibelst darauf geachtet, dass sich niemand von den Wissenschaftlern ansteckt. Und dann habe ich gedacht, so gut, dann ist die Informatik, hat diese Verantwortung, weil wir wissen irgendwie, wie diese Systeme funktionieren. Also gucke ich mir das einfach mal an. Ich übernehme mal die Verantwortung, weil ich Informatik studiert habe und gucke mir das an. Videoüberwachung ist immer ein Eingriff in Grundrechte. Und so ein Grundrechtseingriff kann ja immer nur dann passieren, wenn man das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahrt. Also sozusagen, wie groß ist der Nutzen gegenüber dem Eingriff in die Grundrechte? Der Nutzen, weil es solche Systeme noch nicht so in dem Umfang gibt, wie ich sie beschrieben habe, kann ich darüber nichts sagen. Ich habe meine begründeten technischen Zweifel, dass das wirklich irgendwie funktionieren kann. Deswegen habe ich mich nicht mit der Funktionalität beschäftigt, mit der Effizienz, sondern habe mir versucht, die negativen Folgen anzugucken. Also welcher Grundrechtseingriff würde dadurch passieren? Also
auf der einen Ebene sozusagen die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf der nächsten Ebene, also auf einer Metaebene, ja, wie kann eigentlich die Informatik solche Systeme sich überhaupt angucken? Also wie kann man da vorgehen? Ich habe das so gemacht, es gab halt noch nicht so viel Material dazu, dass ich mir einfach die einzelnen Techniken angeguckt habe. Also Biometrieverfahren, Kameratechnik, Bildverarbeitung, künstliche Intelligenz, Verhaltenserkennung, Verhaltensbewertung, Verhaltensprognose, Vernetzung von Kameras und irgendwie Auswertung von Internetdatenbanken, obwohl das dann schon so ein bisschen am Rand von meiner Thematik dann war. Genau, diese ganzen einzelnen Technologien habe ich sozusagen mit meinem Wissen, was ich irgendwie in meinem Studium erworben habe, mal zusammengenommen, geguckt, wie könnte so ein großes Gesamtsystem dann aussehen, wie verzahnt sich das und wie funktioniert das sozusagen vom aufgenommenen Pixel bis zum Alarmlämpchen, was dann irgendwo aufleuchtet und sagt, so guck dir den mal genau an oder erschieß den mal oder wenn man es mal in einem anderen Kontext als in Deutschland irgendwie sich vorstellt. Und dieses System, was ein ziemlich gruseliges, undurchsichtiges Datensammel- und Auswertungsmonster irgendwie darstellt, habe ich dann aus verschiedenen Perspektiven nochmal beleuchtet, also aus einer soziologischen, aus einer psychologischen, ich habe eben im Nebenfach auch Psychologie studiert, da habe ich mich so mit Mensch-Technik-Interaktion beschäftigt, aus einer juristischen Perspektive auch beleuchtet und habe das dann eben mit dem technischen Verständnis, was ich von dem System habe, mir angeguckt, was kann denn da schieflaufen? Also wie kann überhaupt entschieden werden, was ist normal, was nicht? Da gibt es dann Lernverfahren, man zeigt dem Computer irgendwie 10 Stunden Videomaterial von einem normalen Parkplatz, von einer normalen Parkplatzsituation, wo dann Leute irgendwie geradlinig auf ihre Autos zulaufen und Schlüssel drehen. Und das soll dann der Computer irgendwie als Normalität wahrnehmen. Wenn dann davon irgendwas abweicht, dann leuchtet halt das Alarmlämpchen. Erster Punkt, also ich habe ungefähr so, ich habe 5 große Erkenntnisse gewonnen. Der erste Punkt ist, dass so eine Systeme überhaupt nicht mit dem Prinzip der Datensparsamkeit vereinbar sind. Prinzipiell und grundsätzlich auf einer ganz technischen Ebene, weil man eben ziemlich viele Fehler hat, die so ein System halt macht. Also eine hohe Falschakzeptanzrate hat, das heißt entweder gibt es zu viele Alarme oder in einem tatsächlichen Alarmfall zu wenig. Deswegen muss man mehr Daten sammeln. Das habe ich technisch alles relativ gut begründet, warum sozusagen so ein System eigentlich ganz, ganz, ganz viele Daten braucht, um irgendwie ansatzweise, und da komme ich jetzt schon wieder ein bisschen zu dieser Effizienz, wo ich gar nicht eingehen wollte, dass das funktioniert, sehr viele Daten, damit man nicht zu viele falsche Alarme hat. 10 Minuten. Der zweite große Punkt, der so ein bisschen in die psychologische Richtung geht, ist, diese Systeme sind einfach so komplex, da stecken so viele Algorithmen und Annahmen drin und besonders, wenn man halt dieses automatisierte Lernen nimmt, dass niemand mehr diese Systeme versteht. Also und schon gar nicht die Menschen und also die Operateure und Operateurinnen, die dann vor dem Bildschirm sitzen und da irgendwie eine Person läuft irgendwie lang mit einem Kästchen Vorsicht zu 95% aggressiv. Das kann einfach niemand mehr nachvollziehen. Und solche Menschen, die solche Jobs haben, sind einfach auch nicht gut ausgebildet. Das ist ja auch eine Maßnahme, um Personal einzusparen, solche Automatisierung. Der dritte große Punkt ist, dass automatisierte Videoüberwachung zu Diskriminierung führen wird, weil eben diese Lernverfahren, zum Beispiel, wenn ich nochmal auf die Parkplatzsituation komme, wenn da denn eben jemand mit einer etwas expressiveren Körpersprache da langläuft und der ist eben nicht in dem Datensatz drin gewesen, dann wieso? Dann fällt er halt raus und wird halt stärker überwacht. Schon in diesem Moment, wo halt die Kamera dann eine höhere Auflösung anschaltet, da gibt es so Datenschutzmaßnahmen, dass man halt irgendwie erstmal ein bisschen verpixelt, als sich alles anguckt. Aber schon in dem Moment, wo sozusagen jemand, der rausfällt, weil er sich anders bewegt oder weil er anders aussieht, ist es halt eine Diskriminierung. Zum Beispiel gab es ein Paper von 2007, das für Schwarze Gesichtserkennung wesentlich besser funktioniert als für Weiße und für Asiaten wesentlich besser funktioniert als für westliche Gesichter. Das muss aber gar nicht irgendwie an irgendwelchen ethnischen Grenzen sozusagen ablaufen, sondern das kann auch was ganz Krudes, Technisches irgendwie sich ergeben, dass halt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe mit einem bestimmten Merkmal dann eben rausfallen und weil man ja immer irgendwie alles gerne wieder benutzt, werden dann diese Algorithmen einfach überall eingesetzt und dann haben die immer die gleichen Personen, immer die gleichen Nachteile.
Der vierte Punkt wurde schon angedeutet mit dem Bentham-Prinzip, was schon bei normaler Videoüberwachung stattfindet. Man fühlt sich irgendwie unwohl, man weiß nicht, was mit den Daten passiert. Und jetzt habe ich immer mal gehört, so, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, so, naja, es guckt sich ja sowieso niemand alles an, aber was passiert denn, wenn man weiß, da ist irgendwie ein riesengroßer Rechner, der irgendwie 2 Terabyte über mich gespeichert hat und das auswertet, so wie etwa das Utah Data Center, 7 Gigabyte pro Person auf dieser Erde oder so. Oder 700 Megabyte, ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist sozusagen das Potenzial da, dass für jeden irgendwie so ein Account angelegt wird, wo dann irgendwelche Informationen gespeichert werden. Und das macht was mit den Menschen, ob sie es merken oder nicht. Gehe ich jetzt auf die Demo oder nicht, wenn ich weiß, dass Gesichtsalgorithmen über die Menschenmassen laufen. Und der fünfte und letzte Punkt ist natürlich, dass solche Techniken auch immer ein riesengroßes Missbrauchspotenzial haben. Also dieses INDEC-Projekt hätte, wenn es denn ein Produkt ausgespuckt hätte überhaupt nicht in Europa eingesetzt werden können. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, so was, warum wird das mit 15 Millionen finanziert? Wir forschen daran. Naja, ist halt auch einfach ein gutes Exportgut. Also da ist auch gerade Deutschland mit Sicherheitstechnik und Überwachungstechnik ganz vorne dabei. Und das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Also muss man sich überlegen, will man sowas überhaupt exportieren, was man hier sozusagen überhaupt nicht anwenden könnte. Ja, eigentlich wollte ich meine Arbeit schon letztes Jahr einreichen für den FIF-Studienpreis, aber dann kam Snowden und ich hatte plötzlich eine ganz andere Argumentationsgrundlage. Also ich habe wirklich sagen können, so ja, also diese Daten, die da irgendwie in Facebook liegen, die könnten tatsächlich mit ausgewertet werden. Und das, was ich irgendwie damals noch so dachte, als nun könnte, hat sich ja irgendwie in den letzten Monaten einfach wirklich bestätigt. Das FIF hat mich letztes Jahr stark beeindruckt, weil ich total froh bin, dass es irgendwie Menschen gibt, die sich, wurde gerade gesagt, dieser Gedanke wird immer weniger. Deswegen bin ich froh, dass es das FIF gibt, und ich habe mich da so wohl gefühlt, dass ich mich auch da schon die ganze Zeit hier rumgeturnt. Ich habe ja sozusagen heute 2 Rollen. Einmal die FIF-Orga, da bin ich Mitglied, und dass ich jetzt den Studienpreis gewonnen habe, was ich vor 3 Wochen erfahren habe, was freut mich sehr. Noch viel mehr, dass ich den bekommen habe, freut mich aber, dass der existiert, dass es eben das FIF gibt und dass solche Arbeiten, die irgendwie ganz unkommerziell irgendwie unkommerzielles Wissen produzieren, auch tatsächlich hier gewürdigt werden können in so einem Rahmen, wo viele, viele Menschen sind, die ähnlich ticken. Und das würde ich auch gleich als Appell wissen. Das FIF wird 30 Jahre, das heißt, da gibt es 30 Jahre Erfahrung über Vernetzung und Kommunikationsstrukturen. Also Leute, Informatik hat eine Verantwortung. Kommt zum FIF, werdet Mitglied und bildet irgendwie eigene, wenn es bei euch im Ort noch nichts gibt, bildet Gruppen. Trefft euch in Stammtischen, man muss das nicht irgendwie in einem Konferenzraum machen, sondern man kann sich auch irgendwie in einer Bar treffen, über die Themen diskutieren und sich dann vielleicht im nächsten Jahr mal irgendwie engagieren.